Die Stifser Jochstraße, eine der schönsten Passstraßen des Alpenraums und die höchste Straße Italiens. Hier werden jetzt die letzten Säuberungs- und Sicherungsarbeiten längs der 48 Kehren der Straße durchgeführt. Jedes Jahr stellt dies eine neue Herausforderung für den Straßendienst des Landes Südtirol dar. Wir sind hier am Stifser Joch, einer der schönsten Pässe überhaupt des Alpenraumes. Wir sind dabei mit dem Straßendienst, die gesamte Straße jetzt wieder auf Vordermann zu bringen, das heißt zu räumen, zu reinigen und vor allem eben instand zu halten. Es ist ein wichtiger Pass hier, vor allem für die Verbindung auch der Lombardei mit Südtirol. Und wir sind gerade jetzt auch in Kontakt mit den Institutionen auf der anderen Seite, um gerade die Sommersaison auch anzugehen. Wir wissen, es ist schwierig, gerade wegen der Ein- und Ausreise bzw. der Mobilität zwischen den Regionen. Es wird heuer sicherlich etwas später starten. Wir müssen vorsichtig sein, diese Phase gut zu überstehen und die Maßnahmen auch zu treffen. Aber trotzdem möchten wir gerade als Straßendienst, als Betreiber dieser Straße, alle Vorrichtungen so anzupassen, dass sobald es wieder losgeht, dass wir hier wieder ganz normal verkehren können. Straßenarbeiten auf über 2000 Höhenmetern sind natürlich mit Schwierigkeiten verbunden, die einerseits mit der Logistik zu tun haben, dann aber auch mit der Tatsache, dass die Zeitdauer zwischen den Winterenden und den ersten Schneefällen im Herbst oft sehr kurz sein kann. Dieses Jahr haben wir mit den Räumungsarbeiten spät begonnen. Es war hauptsächlich das Problem für die Covid-19-Krise. Wir haben da besondere Sicherheitsmaßnahmen treffen müssen. Dieses Jahr beim Räumen vom Pass ist natürlich das Lawinenabgang ist ein Problem. Und zusätzlich können wir nur von unten nach oben räumen. Normalerweise räumen wir mit Schneekratzen auch von oben nach unten. Und wenn man von unten nach oben räumen muss, muss man klarerweise den Schnee bei der Straße hier, nachdem sie übereinander gestaffelt ist, öfters in die Hand nehmen und runterschmeißen. Ansonsten war eigentlich alles wie üblich. Klarerweise müssen wir zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen treffen mit der Schutzausrüstung und weniger Personal gleichzeitig auf der Baustelle. Und klarerweise, nachdem von oben mit der Schneekratze arbeitet eine Firma aus vom Stifser Joch, also von der Lombardei in diesem Falle. Und da ist natürlich, die haben nicht arbeiten dürfen. Und dann war es natürlich das Problem, wir hätten sie gebraucht und sie durften nicht. Die Straße über das Stifser Joch ist für die heimische Wirtschaft von größter Bedeutung. Ihre Öffnung am Ende des Winters wird von allen sehnsüchtig erwartet. Die Straße ist für die Gemeinde, aber für das ganze Finchgau sehr, sehr wichtig, weil mit Öffnung der Straße beginnt der Tourismus und der ganze Finchgau, fast bis Meran, lebt mit dieser Straße. Auch in dieser Zeit ist es sehr wichtig, dass man die Kontakte herstellt. Natürlich muss man die Gesundheitsmaßnahmen einhalten, aber trotzdem hoffen wir auf eine starke Sommersaison. Die Stifser Joch-Passstraße gehört zu den schönsten Europas und für den Straßendienst des Landes Südtirol ist es eine Ehre, jedes Jahr für die Sicherheit auf dieser Straße sorgen zu können. Ja, es ist sicher ein großer Aufwand, die Straßen Südtirols immer frei zu halten, sauber zu halten und vor allem die Instandhaltung zu machen. Das sehen wir am besten hier am Stifser Joch auf 2758 Metern. Wie schwierig es manchmal auch ist zu arbeiten. Es braucht viel Personal, es braucht auch finanzielle Mittel. Und speziell hier auf dem Stifser Joch ist es immer auch ein emotionaler Moment, wenn die Straße wieder aufgeht. Wir wissen, dass im heurigen Jahr ist die Situation natürlich auch kritisch wegen der gesamten Corona-Krise. Dennoch möchten wir diese Straße jetzt wieder auf Vordermann bringen, uns vorbereiten für die Phase, die hoffentlich besser sein wird, das heißt die Phase 2, wo wir wieder Verbindungen haben können zwischen den verschiedenen Regionen in Italien, aber vor allem dann auch in Europa.